Sprengung, die im Anschluss stattfinden wird, wird entsprechend ein. Ich muss Sie vorsorglich darauf hinweisen, wenn Sie nicht schockresistent sind, dann bitte jetzt, spätestens jetzt, das Gelände zu verlassen. Ich werde dann den Countdown zählen, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, die Ohren sich zuzuhalten. Sie haben ausreichend Sicherheitsabstand, es wird Ihnen also nichts passieren. Auf allen Dingen nehmen Sie vielleicht die Kinder in den Arm oder berücksichtigen bitte, dass es irgendwo einen lauten Fall geben wird. Wir können nicht auf den Sicherheitsbereich, bitte nur an die Absperrung, da haben Sie auch das beste Griffchen. So, in dem Trotzwagen befindet sich der Ladungsträger Goliath. Normalerweise würde er jetzt erst gestartet werden. Das Kabel kommt jetzt raus, die Fernlenkung ist mit dabei, ist angeschlossen. Und im gedeckten Raum würde also jetzt im Ernstfall der Soldat diesen Ladungsträger an die Bunkeranlage oder wo auch immer heranführen. Und dann entsprechend, okay, Vorführeffekt. So, jetzt volle Deckung bitte. Ich zähle zurück. 3, 2, 1, Zündung! Tja. So, am Goliath was nicht gelegen. In Deckung bleiben bitte. Ja, der Vorführeffekt ist auch diesmal wieder eingetreten. Jetzt wollen wir es probieren. 3, 2, 1, Zündung! Ja, so könnte es gewesen sein. Ja, Applaus für die Darsteller. Das war Action Museum Live. Dieser Schützengraben übrigens, den Sie hier sehen, den haben wir letztes Jahr im Oktober extra hergestellt. Da wurde der Film vom ZDF gedreht über Zeit im Beginn des Ersten Weltkrieges 1914. Und da war auch einiges los mit Pyrotechnik. Und ja, wir wollten also diese Gegend und dieses Modell noch einmal nutzen, Ihnen das heute zeigen, bevor wir dann in den nächsten Wochen den Acker wieder so in der Ursprungszustand herstellen. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Im Anschluss wird dann gleich eine Möglichkeit geboten, Panzer zu fahren, also Panzer mitzufahren.